Hallo und recht herzlich willkommen zurück an diesem Donnerstag zu einer einmaligen Eventfolge am Donnerstag. Jawohl, der Ultimate Kickoff Day ist da. Nachdem heute die Saison startet, dachte ich mir, wir machen ein paar Packs auf. Wir haben schon wieder ein paar Packs gesammelt und gekauft fürs Wochenende, für Samstag. Aber jetzt würde ich sagen, wollen wir erst noch ein paar andere aufmachen. Denn ich habe gesehen, dass es hier zwar ein paar Special Offers gibt, einen 88 Overall Ultimate Kickoff Hero, Ultimate Kickoff Fantasy Pack. Da haben wir ein paar gekauft und da machen wir Ultimate Kickoff Pack, machen wir auch noch ein paar auf. Genau, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal erstmal kurz da rein, und zwar über den Training Offers. Da gibt es ganz hinten gibt es ein Campus Heroes Pop-Up Fantasy Pack. Deswegen wollte ich das mal ganz kurz aufmachen, weil mich interessiert, was da drin ist. Und da können wir auswählen zwischen verschiedenen Power-Ups, zum Beispiel Reggie Bush, Vince Young, Matthews, Lienhardt, Banks und KKG, die wir da hinten finden können. Was relativ praktisch ist. Für 50. Drei können wir da auswählen. Und natürlich nehmen wir als allerersten Reggie Bush. Und die anderen zwei, die wir dann später über Trainings erspielen, die wissen wir, oder kenne ich zumindest schon. Das nennt mich Curse und das wird hinten noch sein Mike Pouncey. Genau. Aber jetzt wollte ich sagen, machen wir erstmal hier weiter mit unserem Ultimate Kickoff-Dingern. Ich würde sagen, wir starten mit den kleinen Packs, mit den 500er Packs. Jetzt weiß ich gar nicht, wo sie sind, Players. Da sind sie. Ultimate Kickoff Pack. 4 Goldspieler, 2 Silberspieler. Hier sind nicht die billigsten. Schauen wir mal rein. Pass auf. Wir haben ja ein paar Leute, die wir direkt raushauen können. Diesmal würde ich sie tatsächlich erstmal behalten, weil ich die Exchange Sets noch nicht kenne. Was wir da tun müssen, um die anderen Karten zu erhalten, theoretisch. Weil ich glaube, dass wir uns das schon zusammenbauen können. Dass wir da unsere 4, 5 Helden kriegen, unsere Kickoff-Spieler, plus dann einen Topstar noch dazu. Oh, Rodney Hudson, nice. Das sind zumindest schon mal 2 Kickoff-Heroes drin, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, da müssen wir diesmal wirklich ein bisschen Glück haben auch. In den Packs. Randall Cobb. Rams, Leonard Floyd, das ist nice. Simi Fehoko. Gut, so, dann haben wir jetzt hier noch ein... Wo haben wir es denn? Dort, muss ich hier rüber hüpfen. Ultimate Kickoff Fantasy Pack und ein 88 Overall Kickoff Hero. Let's go. Picks remaining this round. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre mal dumm, wenn wir das nicht nehmen. Genau, also das ist das Ultimate Kick of Fantasy Pack. Könnte ein bisschen besser sein, aber ist okay. Genau, dann haben wir hier 88 Overall Ultimate Kick of Hero. Den machen wir auch noch auf. Schauen wir mal, was da drin ist. Vielleicht nehmen wir den, wir brauchen. Yes! Ausgerechnet, den wir den brauchen mit Hunter Henry. Nice one. Wie gesagt, den brauchen wir später dann nochmal fürs Wochenende, weil ich, wie gesagt, wir müssen schauen, wie wir das machen. Jetzt haben wir fast Level 7 erreicht. Ne, wir haben Level 7 erreicht. Sehr schön. 2550 kriegen wir dazu. Kriegen wir noch irgendwas geschenkt? Nein, schade. Gehen wir kurz auf Sets und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen können. Ich habe hinten schon Exchange Sets gesehen. Overall Fantasy Pack. Warte mal kurz. Turn in the 4 Ultimate Kickoffs Collectibles to earn an 88 Overall Ultimate Kickoff Hero. Oh wow. Okay. Da müssten wir nochmal spielen, aber ich sehe nicht ein, dass wir The Yard spielen, um ehrlich zu sein. Any Player können wir da eintauschen. Plus 2, 80, 82. Together Random 82, 85 Overall Kickoff Player. Das ist doch schon mal gut zu wissen, weil da haben wir natürlich jetzt einige da unten. Klar. Wie gesagt, gehen wir dann 82 bis 85 raus. Die 82er bis 85er brauchen wir dann, um dieses Pack hier zu machen. Okay.
Man lernt ja dazu. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche random 80 bis 82 Overall-Spieler. Und das Schöne ist, dass wir da auch anscheinend drei random Gold-Spieler reinsetzen können. So wie das aussieht. Ah, okay. Ja, ist gut zu wissen, ist gut zu wissen. Ist mal ein Anfang. Randall Cobb setzt uns da noch rein und wie gesagt, brauchen wir dann zwei random Karten von denen hier noch. Die man notfalls halt noch kaufen muss, was natürlich ärgerlich wäre wiederum, weil wir dann wieder Coins verlieren. Aber wie gesagt, kommt dann noch darauf an, wie viel Glück wir haben. Und dann haben wir hier drüben fünf Karten, die ich gerne hätte. Sechs mit diesem Meisterobjekt hier von Calvin Johnson, der uns wie gesagt fünf Captain Endes Power Up and your choice of 5 88 overall NCAT Ultimate Kick of Heroes. Also fünf können wir dann auswählen. Das wäre in dem Fall, gut, wir bräuchten mehr Theoretisch, Stadivian Clowney hätten wir hier noch. Machen wir mal Clowney 1. Lindsley brauchen wir jetzt nicht unbedingt als Position. Left End, ja gut, Left End auch nicht. Also nehmen wir theoretisch Lindsley einmal. Dann haben wir hinten, was habe ich gesehen, es sind viele Ex-Chargers und Chargers-Spieler dabei. Hunter Henry zweimal, Casey Hayward dreimal, Ingram viermal und Desmond King ist die 5. Und dann hätten wir wieder sämtliche Positionen gestärkt, die ich hätte haben wollen würde. Drücken wir es mal so aus. Genau. Wie gesagt, ich bin gerade überlegen, weil ich glaube, wir können auch heute einfach mal kurz diese Event-Folge reinschmeißen, weil das völlig wurscht ist eigentlich. Wann wir die machen, weil dann gibt es halt am Samstag was anderes. Wisst ihr was, machen wir so. Wir machen heute einfach diese Event-Folge. Nachdem ich jetzt eh schon alles erklärt habe, ziehen wir das jetzt einfach durch. Pass auf, wir haben hier Hail Mary Pack, da sollte eigentlich nichts drin sein. J.K. Dobbins ist nicht schlecht, euch kann ich nicht eintauschen, wie ich vorhin gesehen habe. J.K. Dobbins behalten wir einfach mal. Strategy Item Starter Pack. Sehr schön. Playfake, West Coast, Mindreader. Einfach mal irgendwas zu haben bei diesen Strategies, das ist schon mal nicht schlecht. Ultimate Kick of Welcome Pack. Und wie gesagt, Mutip und 82 Calvin Johnson ist da drin. Die wir nachher dann gleich schon mal einsetzen können. Pass auf, dann machen wir jetzt erstmal die 82 Plus Karten. Zusammenbasteln werde ich an das Zeug theoretisch alles später. Raekwon McMillan. Ist die Frage, ob da theoretisch eigentlich könnte auch ein Hero rauskommen, oder eigentlich? Wenn ich dich jetzt verkaufen würde, 230 Training. Okay, ich bräuchte 2500 Training für einen Kick of Hero. Das heißt, wir bräuchten hier einige Spieler, um da einen zusammenzukriegen. Problem ist, wir brauchen mit diesen 82 Plus Spielern. Jawohl, Trey Lance haben wir schon mal einen 85er, das ist schon mal gut. Und wiederum Philip Lindsay, das ist natürlich ärgerlich. So, Ultimate Kick of Pack. Die Silber kann man theoretisch direkt gleich mal weghauen. Im Rest müssen wir schauen, ob wir sie gebrauchen können oder nicht. Die Silbernen können wir bisher nicht gebrauchen. Wie gesagt, das ist dann die Trainingsding, die wir brauchen, um später Leute eintauschen zu können oder mit Training pushen zu können, je nachdem, was übrig bleibt. Daniel Tomlinson, da haben wir, das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, da schadet tatsächlich keine einzige Elite-Karte, die wir hier ziehen. Amon-Ra St. Brown,
Nochmal einen Deutschen gezogen. Deutschen in Anführungszeichen. So, Nick Niemann. Ich hoffe nur, dass wir das wirklich hinkriegen, dass wir alle die Karten ziehen, die wir dafür brauchen, um diese Sets und Packs zu füllen. Fünf Karten brauchen wir. Um am Ende Calvin Johnson zu bekommen. Das ist die Frage, ob wir Calvin Johnson überhaupt aufstellen wollen, weil Calvin Johnson ja eigentlich nichts zum Team beiträgt als Spieler und aktuell einen relativ hohen Verkaufswert hat tatsächlich. Und ob wir da nicht sagen, okay, pass auf, wir nehmen ein bisschen Geld vielleicht noch zusätzlich in die Hand, bauen uns das zusammen, was wir brauchen und verkaufen dann eben Calvin Johnson. Noah! Den wollte ich wegholen, genau. So. Sind natürlich immer nur 10 Training oder so hinten drin, was ärgerlich ist, klar. Und Fred Warner könnte vielleicht ein bisschen Wert haben. Ein bisschen ist gut gesagt. Das Power-Up-Item 3-3. Kann man da schon mal spenden. So. Machen wir weiter und hoffen, dass wir da noch was Gescheites rausziehen. Vita Wehr. Ja. Vielleicht können wir ihn eintauschen. Mal 3 drin, das ist nicht schlecht. Ich sag, desto mehr Karten wir hier rauskriegen, desto besser ist es. Vor allem, wenn Elite-Karten mal öfters mit dabei wären. Da sind 82 mit dabei, das ist schon mal gut. Das sind genau die Karten, die wir brauchen. Kein Spaß. Wieder ein 82er mit dabei und ein 85er. Bombe, Bombe. Gutes Pack, gutes Pack. So, dann haben wir schon mal 2 von 5 Heroes. Ich sag, die Net-Varianten, die können wir einbauen. Schade nicht, wenn unsere Defense noch ein bisschen stärker wird. Bei ein paar Leuten ist es natürlich zu überlegen, ob man sagt, hey, pass auf, die sind gut genug, dass man andere Karten einsetzt. Pass mal auf, Marketplace, My Team, Sets. Und dann bauen wir uns doch mal für diesem Ultimate Kickoff, nachdem wir Hunter Henry schon haben, bauen wir uns doch mal Corey Linsley. Genau, etwas Set. Da haben wir 4. Die 4 sollten wir auch locker voll kriegen. 1, 2, 3, 4. Da haben wir sogar nochmal ein zweites 4er Set frei. Dann haben wir nämlich hier schon mal Corey Linsley. Some Power-Up-Item, was wir nicht brauchen, aber gut. Auction. Ah, vielleicht können wir es irgendwann nochmal eintauschen. Mal abwarten.
Genau, Corey Linsley haben wir zwei schon mal. Jetzt habe ich es falsch gemacht, pass auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich bin der bescheuert, wisst ihr. Genau, pass auf, gehen wir mal runter, wo haben wir sie denn? Hunter Henry haben wir schon, Casey Hayward. Dab, 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 dab. 1, 2, 3, 4. Jawohl, dann haben wir Casey Hayward auch schon mal. Und jetzt müssen wir rübergehen auf diese Exchange Packs. Nathaniel Tomlinson, Kevin Beard. 82 bis 85 overall. 85 wäre super. Kriegen tun wir 82. Wir brauchen sowieso noch mal einen, aber wie gesagt, ärgerlich. Genau, das ist jetzt richtig ärgerlich. Gut, setzen wir einfach Warren Sapp da mit rein. Ah, Warren Sapp kann nicht. Aber das ist tatsächlich gar nicht so doof, dass wir so einen jetzt haben. Bei Remove from Set, jawohl. Pass mal auf. 1, 2, 3, 4. 5, 10, 5. Pass mal auf, Programm. Ultimate Kickoff. Wir haben 19 Ultimate Kickoff-Karten. Core Gold. Wir haben 24. Ja, es wird schon aufgehen. Es würde schon aufgehen. Nee, wird's nicht, oder? Bin ich dumm? Nee, das geht nicht auf. Uns reichen die Spieler nicht, die wir haben, um die Sets zu machen. Uns reichen die Spieler nicht, die wir haben, um die Sets zu machen. Wir haben jetzt zwei Spieler von denen. Brauchen noch drei. Heißt sechsmal, jetzt müssen wir ausrechnen. Sechsmal. Machen wir 37.000. Das sind 222.000. Und haben wir noch mal zwei Sets nach dem, das heißt auch nochmal 8 mal plus 8 mal. Jetzt muss ich natürlich schauen, was die anderen wert sind. Und dann muss ich das theoretisch aufaddieren am Ende, damit da das Richtige rauskommt. Marketplace. Nein, nicht Browser Store, sondern runter auf Marketplace. Das muss ich am Ende aufaddieren, dass das Sinn ergibt. Program Ultimate Kickoff. Quality 82 bis 83. Plus 8 mal 25.000. Das sind 422.000. Und jetzt muss man nachschauen, was Calvin Johnson wert ist. Aktuell 500.000 wäre Calvin Johnson wert.
John Taylor ist ein bisschen mehr wert. 538.000. Können wir mal einen draufsetzen? Irgendeinen. Und dann schauen wir mal. Zehn Prozent würden wir verlieren. Das sind bei 5, sind 53.000. Aber wir würden ein Plus machen von... Eieiei, pass mal auf. Wenn wir für 530 verkaufen. Würden wir gerade mal Plus machen von 50.000. Ist uns das Geld echt wert? Corey Lindsey, den wir jetzt hier haben, würde uns 140.000 einbringen. Doch, wir machen es. Das passt schon, wir machen es. Wie gesagt, wir kriegen 5 andere Karten dafür. Wir kriegen 5 andere Karten dafür und die Sachen, die wir jetzt unten haben, die Core Gold und Ding, sind Trainingsboost. Wenn wir jetzt da Glück haben, müssen wir mal gucken. Jetzt natürlich, oh, ich habe nicht auf Niemen geklickt, Mann. Wenn wir Glück haben, muss ich dazu sagen, wenn wir Glück haben. Program Core Gold. Sparen wir uns sogar einen. Oh, super. Item Binder, achso, shit. Wir können hier nicht, ja klar, das ist dumm. Pass auf. Wenn wir Glück haben, kriegen wir so viel Training, dass wir uns noch einen sparen. Und dann würden wir nochmal mehr Plus machen. Aber das müssen wir schauen. Program, Core Gold. Ihr alle kommt mal weg. Wenn ihr nur halb so viel Training macht, dass wir uns dann noch einen leisten können und dann dementsprechend weniger ausgeben müssten, wäre das Bombe. Befürchte aber, dass das nicht funktionieren wird. Core Silver. Core Elite. Ah, oh, nur Leonard von Nett. 110. Ich hatte das befürchtet. Power-Ups. Mat 22 Reward. So, noch Core Rookie. Diesen Players Ultimate Kick auf 47 Karten. Den lassen wir mal da. Das ist eine weniger zum Kaufen. Oh, 2000 Training haben wir jetzt, super. 230 Training. Die Power-Ups, die wir nicht mehr brauchen unten. Müssen wir mal kurz schauen, jetzt pass auf. Ich bin mir sicher, dass wir diese 500 Training noch irgendwie zusammenkriegen. Dobbins, Lindsley haben wir doppelt, Rodney Hudson brauchen wir nicht, Vita Vea brauchen wir nicht, Kevin Green brauchen wir eigentlich auch nicht. Bisschen Training wieder zurückkriegen. Wie gesagt, müssen wir uns genau auf die Spieler schauen, die wir natürlich nicht brauchen. Hauen wir erstmal die weg, die wir nicht mehr brauchen.
Das waren 2227. Larry Zonka. Ja, den behalten wir mal. Das sind so Positionen, die nie schlecht sind. Demario Davis wird bei uns keine Chance haben. Aufgrund dessen auch der Spieler, die später noch kommen, Jazeer und Lewis. Frank Ragno darf auch gehen. Warren Sapp und Tom Brady hätte ich noch im Angebot, die noch gehen dürfen. Wo sind sie denn? Da ist Warren Sapp. Wie gesagt, wenn wir die Spiele kriegen, die wir hier haben wollen, wäre das Bombe natürlich, klar. Warren Sapp und Tom Brady. Das heißt, muss ich sagen, das Problem ist natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt die anderen theoretisch updaten will. Wenn ich jetzt sage, ich will Reggie Bush updaten, der wird viel fressen, glaube ich. Oh ja. Und wir mal einfach 2000 alleine. Ja, wobei das Updaten von den Karten können wir später auch noch machen, an späteren Zeitpunkten. Wichtig ist, dass wir jetzt dann nur mal die Sachen zusammenkriegen, die wir hier brauchen. Somit haben wir 2500. Jetzt haben wir das, was ich gesagt habe, was ich erreichen wollte. Und wir Brandon Marshall haben eh kostenlos gekriegt, auch noch weghauen. So, 2606. Und somit sparen wir uns jetzt noch eine weitere Karte, denn auf dem Marketplace, werdet ihr gleich sehen, können wir nämlich über Training einen 88er Hero kaufen. Und das erspart uns einiges an Arbeit. Und somit machen wir nochmal mehr Coins gut, weil wir natürlich jetzt eine Ausgabenserie weniger haben. Wir haben jetzt natürlich, wir haben jetzt nur viermal 40.000 plus, na gut, hinten haben wir glaube ich immer noch, was waren es, 8 mal 25.000. Ja, aber jetzt machen wir deutlich mehr plus und jetzt macht es auch mehr Sinn. So, sehr schön, freut mich. Dann dürfen wir jetzt wieder auf Sets gehen. Und machen jetzt einfach die letzten zwei Sets fertig. Danach dürfen wir wieder frei wählen, was wir nehmen. Das ist das Gute. Das heißt, wir gehen runter auf Casey Hayward. Suchen 285er. Einmal. Zweimal. Oh, das ist schon expired. Das ist so blöd immer. Warum werden die angezeigt, wenn die schon expired sind?
Genau, so, jetzt haben wir die zweimal hier. Jawohl, Add to Set. Casey Haber Jr., den können wir gleich wieder raushauen. Dürfen wir fast noch behalten. Somit haben wir jetzt 4. Und mit Melvin Ingram machen wir die Nummer 5 jetzt voll. Warte, wir haben uns eigentlich gerade noch mehr gespart. Wir haben uns eigentlich gerade noch mehr gespart. Eigentlich sollten wir hier gerade mit einem fetten Plus eigentlich nachher rausgehen können. Vorausgesetzt, wie wir gerade erfahren haben, wir machen Sean Taylor. Warum wirst du dann noch angezeigt, wenn du schon expired bist, Mann? Das verstehe ich nicht. Das ist was, das ist ein Madden-Problem. Das ist echt ein Madden-Problem. Wir haben 4 Karten. Ah, wir haben schon 4 Karten. Schau, siehst du, perfekt. Add to Set. Jetzt holen wir uns die anderen 2 noch. Und dann haben wir alles, was wir haben wollten. So, dann machen wir die noch voll. Hiermit sind sie voll. Dann haben wir Melvin Ingram. Ich habe es gerade falsch gemacht. So, natürlich hätte ich echt gerne die Karte von ihm hier gehabt, aber das ist egal. Wir nehmen jetzt trotzdem Sean Taylor, weil es mehr Money ist, ganz einfach. Und beide Spieler nicht in unser System passen. Nehmen wir jetzt einfach den Spieler, der mehr wert ist. Sean Taylor Set Reward. Picks remaining, sehr schön. Die nehmen wir mit. Ich hole jetzt alle einzeln ein. Hier muss Corey Linsley, hier müsste Corey Linsley kommen. Oh mein Gott. Ja, wir gehen einfach kurz nach hinten noch einmal. So, wir gehen von hinten nach vorne. Desmond King, Melvin Ingram, Casey Hayward, Hunter Henry und last but not least. Corey Linsley. Auction. Boah, der ist auch hoch. Die ist hoch. Anfangsgebot 25.000. Endgebot 34.000. Sollte weggehen. Eigentlich. Post. Jawohl. Das ist natürlich nochmal Plus. Und Sean Taylor brauchen wir auch nicht. Auction 522 war jetzt der letzte Verkauf. Das heißt, wir gehen hier auf 510 anfangen. Buy now price 500. Oh, 25.000.
Der geht schon weg. Bin ich mir sicher. Genau, und euch behalten wir. Ist nämlich jetzt die Frage. Wir haben gut, noch 252.000 übrig. Wir kriegen das sowieso gleich nochmal 500. Sei doch, und schon sind sie da. Kriegen sowieso nochmal 500.000 draufgeklatscht und haben jetzt eigentlich wirklich schön Plus gemacht. Dann schauen wir noch, dass wir den Spieler finden. Für knapp 500 oder 100.000. Quality machen wir mal 88 bis 89. Wie viel Zeit wird mittlerweile wert? 156.000. 86, 87. Mir überlegen, was das 140, haben wir 610.000, das passt, bin ich zufrieden mit. Miles Jack, jawohl. Und Ed Reed 86. Und ihr bringt uns unser Training rein, was wir brauchen. Genau, 1030. Zumindest für die kleineren, für die fünf kleineren können es reichen. Für die großen glaube ich nicht. Genau, My Team. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Corey Linsley. 220, das geht doch locker. Upgrade from Item Binder. Zack. Da müssen wir natürlich nachher mit Mike Pouncey noch schauen, wer da wichtiger ist von den beiden. Was heißt wichtiger, wer da der Stärkere ist. Bin ich bescheuert? Ich sehe sie nicht. Ah, Ingram ist nicht drin. Desmond King ist aktuell auch gerade nicht drin. Und Casey Hayward auch nicht. Desmond King einfügen. Und statt Marcus Peters Casey Hayward einfügen. Upgrade. 400 Punkte. Dann haben wir 89 Casey Hayward. Und der übernimmt zusammen mit Desmond King jetzt tatsächlich die führende Rolle hier. Ich glaube, ich werde bescheuert. Das habe ich jetzt echt nicht. Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Muss jetzt einfach mal so straight sagen. Desmond King. Front Art, Ultimate Team. Haben wir aus dem Grund gewählt. Jetzt haben wir drei gemacht. Aaron Donald Upgrade, müssen wir uns mal kurz gucken, ob wir den pushen können. Können wir Nick Bosa verändern auf Left End? Ja, können wir. Dann müssen wir diese 500 Option ziehen in diesem Fall. Weil Nick Bosa Jadeveon Clowney da drüben ersetzt. Seine Chemistry damit drin bleibt. Und hier auf Right End rockt jetzt jemand anderes. Und zwar niemand Geringeres als Melvin Ingram. Entire Depth Chart müssen wir danach noch mal ändern. Müssen wir erstmal sagen, for this position only. Ach, stopp. Dann müssen den Rest müssen wir dann anpassen. Nein, das hier, jetzt kommt es auf ein paar Update. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein, dass es jetzt da auf ein paar Trainingsdinge ankommt, oder? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, pass mal auf. Xavier Howard mit Desmond King können wir da gleich schon mal wechseln. Marlon Humphrey mit Entire Depth Chart, jawohl. Den wechseln wir jetzt mit Casey Hayward. Und steht der auf der 4, da drüben sitzt man Desmond King hin. Dann haben wir die Defensivreihe schon mal gemacht. Genau, Bosa steht da drüben jetzt. Jalen Ramsey ist die neue 3 hier. Und Hunter Henry, ja, wir brauchen noch mal einen Spieler. Fällt mir gerade auf, wir haben ja Hunter Henry ja auch noch. Genau, Auction und Trades. Brauchen knapp noch mal 1000 Punkte. Dann haben wir, wie gesagt, dann haben wir dieses. Man hieß die schon wieder expired. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist. Ich. Das ist einfach was, was ich nicht ganz verstehe, warum man das so unnötig kompliziert machen muss. Genau. So, und jetzt haben wir diese 80.000 plus, die ich vorhin ausgerechnet hatte, die wir mehr hatten. Und das passt dann genau. Und so, genau so wollte ich es haben, dass wir hier zumindest mit plus rausgehen. Haben 1348 Training. Nein, ich möchte es nicht beenden. Ich möchte hier wieder reingehen. Wir müssen natürlich dann auch schauen, ob Hunter Henry dementsprechend mehr Runblock hat als George Kittle. Der 82 Runblock. Und George Kittle hat wie viel? 76. Na, guck mal einer an. Hunter Henry übernimmt den neuen Runblock da vorne. Pushen müssen wir ihn auch noch pushen. Genau, jetzt haben wir hier hinten noch Melvin Ingram zum Pushen. Genau. So. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass Ingram 87 hat auf der Seite im Vergleich zu Nick Bosa. Na gut, der soll einfach mal stehen bleiben, das passt schon. Ich sag ja Ingram 89, 89 Curse auf der anderen Seite. Strategy haben wir jetzt auch noch ein paar Items eigentlich dazu bekommen gehabt. Genau, West Coast. Und unten. Mindreader, Sure Tackler, All Positions, Quarterback, Elite Passer. Sehr schön. Sehr schön. Sieht auch gut aus, Visuals. Specialists. Lance Elworth, Casey Hayward und Desmond King. Ist da zufällig nicht irgendjemand anders stärker? Nein, das passt. Das ist gut. Ja, Rush Right End stimmt jetzt natürlich hier hinten nicht mehr. Da kommt Melvin Ingram jetzt hin. Da darf Nick Bosa hin. Das passt auch. Edry, Rodney Harrison, immer noch Nummer 1 da hinten. Jawohl, das passt auch. Special Teams. Bin ich auch zufrieden. Defense. Jo, schon gut. Das Bobby Wagner hat den ersten Boost 85. Donald pusht sich auf 87. Bosa hat DeForest Buckner auf 85. Oh, das ist natürlich jetzt interessant, wer da besser ist. Ob da DeForest Buckner jetzt.
Hat da nicht viel Chancen. Ja, doch, gerade durch die Finesse-Moves hat er die Chancen. Hat zwar weniger Speed. Ich wünsche, es würde einfach grün und rot werden, wenn man sieht, wenn jemand besser ist. Aber warte mal, können wir nicht einfach. Das geht doch eigentlich einfach, oder? Wenn ich jetzt hier auf Viereck drücke und sagt dann Compare, dann müsste eigentlich anzeigen, wer besser ist. Also, Hurst gegen Joseph Day, 1, da ist definitiv, oh, hat er 4 Punkte, 4 zu 3, da ist Joseph Day besser. Viereck, Compare, jetzt da. Da ist Joseph Day besser. Gegen Linville Joseph. 2-1, 3-1. 3-2. Ne, geht auch an Joseph Day. Und bei DeForest Buckner. Joseph Day. Also Joseph Day ist der Beste, den wir da hinten haben. Und bei Maurice Hurst könnte da jemand anders daneben hin? Fragezeichen. Linville Joseph schon mal nicht. 1, 2, 3. Joseph sind 4 Werten besser. Bitter. Dann bleibt es so, wie es ist. Also für die anderen ist bitter. Nicht für mich. Für mich ist gut. Genau. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mittlerweile wirklich eine richtig starke Mannschaft hier zusammengemixt. Was wir noch machen können, wir können uns jetzt Mike Pouncey noch holen und den Herrn Curse als Campus Hero Power Up. Dann haben wir noch genau zwei Freien. Das passt dann. Nochmal Busch und die anderen. Mike Pouncey. Können wir uns gleich mal anschauen, wie das Upgrade-System da ist. Wahrscheinlich genauso hoch sein wie bei Ding. Ja, habe ich mir schon gedacht. Mike Pouncey, wir den ersten. Ja, gut, können wir gleich machen. Haben wir Curse auch noch zum Holen. Können wir den ersten gleich mal verteilen. Dann können wir sie nicht mehr aus Versehen schnell verkaufen. So. Titans. Danke vielmals. So. Boah, schöne lange Folge. Ich wollte es mal wieder kurz halten. Ich naiver Narr. So. Nochmal ein kurzer Switch rüber hier in den Item Binder. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch Busch zum Updaten und Großes Ascending machen. Nicht, dass da irgendjemand, dass ich irgendjemand unten vergessen habe. Tausend Coins bringen die, okay. Nee, hauen wir es einfach mal weg. Das passt schon. Ist schon okay. Ich weiß, dass man sie eintauschen kann, aber wir brauchen im Moment eher die Coins. Kaufen wir mal den Rest später immer noch. So. Wo versteckt ihr euch denn? Das Curse, hier haben wir Pouncey. Der aktuell ja noch als Dolphin spielt. Hier kriegt er aber mehr Updates später. Oder wird stärker.
Tschüss, Calvin Johnson. Und dann müssen wir irgendwo noch einen Running Back haben, wollte ich gerade sagen. Und 104 gleich. Teurer Mensch, du. Genau, du würdest auch von mir tatsächlich die Dolphins kriegen. Weil, nee, die 49ers kriegst du von mir. Weil die haben ihr Tier voll. Wollte gerade sagen. Die haben ihr Tier voll. So, dann habe ich vorhin gesehen, dass eigentlich, wo war denn? Cameron Hayward keine Mannschaft zugewiesen hat. Was mich ein bisschen überrascht hat. So, Steelers. Sehr schön. Danke vielmals. Und dann schauen wir uns nochmal kurz in mein Team rüber und schauen uns mal kurz noch an, was Sache ist, wo wir jetzt genau stehen bei den einzelnen Teams. Chargers 23 von 25. Dann haben wir hier 7-10 Niners, 7-10 Ravens, 5-10 Steelers. Dolphins haben verloren, die haben nur 4 von 5. Rams haben nur 4 von 5. Ist natürlich bitter. Genau, Titans haben auch nur noch 4 von 5, weil eben Clowny rausgeflogen ist. Hätten wir Clowny jetzt noch gemacht vorhin. Ja, ist eigentlich ärgerlich. Wenn wir Clowny gemacht hätten, hätte Bosa draußen warten müssen. Oder nee, Bosa wäre drin geblieben. Bei den Rams wäre dann noch Donald rausgeflogen. Ja, so ist es jetzt so. Das sind halt die stärksten Spieler, die wir aktuell haben. Und dann passt es auch. Und dann haben wir morgen wieder einen Spieltag. Campaign, freue ich mich drauf. Am Freitag, Samstag haben wir dann auch wieder was vor. Campaign, Sonntag, Squad Battles wahrscheinlich wieder. Ja, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht die nächsten Wochen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und bleibt gesund, Freunde.